Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung und zu später Stunde hier im ZDF. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da seid. Herzlichen Dank in Ihrem Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Eine Sendung, in der wir kurz vor dem Klassiker Deutschland-Italien heute einen Mann begrüßen, der nicht nur Europameister ist, sondern auch Weltmeister und vieles mehr, eine lebende Torwartlegende und einer, der bei seinem letzten Besuch hier in der Sendung in aller Bescheidenheit sagte, ich habe in meiner Karriere wirklich alle Tore gehalten und wenn nicht, dann waren sie unhaltbar. Weshalb er heute schon mal den entscheidenden Tipp auch für Manuel Neuer parat hat. Er sagt, der Neuer muss am Samstag absolute Ruhe ausstrahlen, muss allerdings aufpassen, dass er dabei nicht einschläft. Herzlich willkommen, Sepp Maier. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist. Ja, und es könnte gut sein. Es könnte gut sein, dass Sepp Maier mit seiner Prophezeiung eines deutschen Sieges recht behält. Er ist Italiener, hat sogar mal in der Jugendmannschaft des AS Roma gespielt, sagt aber, schöner Satz, Italien hat im Moment die talentfreieste Mannschaft der letzten 30 Jahre. Es wird also spannend, zumal da aus den letzten Jahren noch die ein oder andere Rechnung offen ist. Und die Frage ist, heißt es also, am Samstag ist für Italien Feierabend, wird endgültig die letzte Pizza serviert und geht der Grappa dann immer noch aufs Haus? Fragen über Fragen. Herzlich willkommen, Giovanni Zarella. Ja, ob sie beide in der Lage wären, Mario Götze einzurenken, das wissen wir nicht. Dafür aber können sie Dinge, die selbst Fachleute wirklich verblüffen. Sie sind Tierheilpraktikerinnen und behandeln Haustiere mit alternativen Heilmethoden so erfolgreich, dass der ein oder andere Hund, der schon vor Jahren kurz vor der Einschläferung stand, immer noch quietschfidel durch den Garten hüpft. Wer Kati und wer Rike ist, weiß ich schon wieder nicht mehr. Wir begrüßen Sie trotzdem sehr herzlich. Kati und Rike van der Weert, freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und wenn es um die Frage geht, wer am Samstag gewinnt, ist es gut, einen wie ihn hier zu haben. Der Mann ist Physiker, einer, der Erfolg berechnen kann und der auf die Frage, was denn wohl die bedeutendste deutsche Erfindung sei, mal die schöne Antwort gegeben hat, das ist das schlechte Gewissen. Jetzt ist ihm ein großartiges Buch gelungen, das Sie gelesen haben müssen und zwar allein schon deshalb, weil es uns befreit von unserem Selbstoptimierungswahn. Er erklärt darin Evolution, so wunderbar schön, wie es noch keiner getan hat. Erklärt, warum Sex unbedingt Spaß machen muss und warum es nicht dumm und oberflächlich ist, wenn wir bei einer Frau zuerst darauf achten, ob sie gut aussieht. Und der Satz dazu lautet, wäre Dornröschen nicht wunderschön gewesen, sondern einfach nur sympathisch, sie würde heute noch schlafen. Herzlich willkommen, Vince Ebert, freue mich sehr. Ja, gleich. Das ist ein tolles Buch. Gleich zu Beginn aber begrüßen wir die bekannteste deutsche Gerichtsreporterin, um mit ihr über einen Kriminalfall zu sprechen, der beispiellos ist. Im Mittelpunkt ein Krankenpfleger, der bereits im vergangenen Jahr zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt worden ist, weil man ihm den Mord an mindestens 3 Patienten nachweisen konnte. Doch die Ermittler haben weitergebohrt und dabei haben sich offenbar Abgründe aufgetan. Sie stießen auf Dutzende, möglicherweise sogar Hunderte ungeklärte Todesfälle. Und sie sind sich mittlerweile sicher, dieser 39-Jährige aus Wilhelmshaven ist der schlimmste Massenmörder der deutschen Nachkriegsgeschichte. Herzlich willkommen, Gisela Friedrichsen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Das ist ein Fall, über den wir schon mal hier in der Sendung. Bevor wir gleich noch mal in den Fall auch reinschauen, Frau Friedrichsen, wir haben schon einmal über dieses Thema uns hier in der Sendung unterhalten. Mhm. Damals war nicht klar, wie groß sind diese Abgründe tatsächlich. War das in Ermittlerkreisen damals schon Thema, dass diese Dimension haben könnte? Der Verdacht war da, aber der Krankenpfleger hat ja dann während der Hauptverhandlung gegenüber dem Psychiater zugegeben, dass er noch weit mehr Taten begangen hat. Und da war man natürlich sehr erstaunt, dass er das so spät, aber immerhin zugegeben hat. Aber er konnte selber nicht mehr genau sagen,
welche Fälle das waren, wer es war, wann er es gemacht hat und so. Deshalb wird jetzt eben, werden die, diese Fälle alle aufgedröselt, man exhumiert diejenigen. Ja, es ist beispiellos, was da vor sich geht. Also, wie viele Menschen sind da exhumiert worden, wirklich aus ihren Gräbern wieder rausgeholt worden? Das ist eine ganze Menge und man macht auch weiter, weil der Verdacht eben besteht, dass es noch weit mehr sind. Es hat damals schon in der Hauptverhandlung ein Zeuge, ein Arzt gesagt, also wenn er das hochrechnet, wenn er einfach mal vergleicht, wann hatte dieser Mann Dienst und wie viele Leute sind da gestorben und wer könnte da noch in Frage kommen, dann ist er ganz schnell bei 100. Da sind 99 Menschen, glaube ich, Tote exhumiert worden mittlerweile und es werden auch noch mehr. Ich stelle mir das so vor, wie erklärst du das auch als Ermittler Angehörigen, wenn du an der Tür klingelst und sagst, passen Sie auf, wir müssen da die Totenruhe noch mal stören. Wir wollen dieser Frage auf den Grund gehen. Wollen die das? Ist das für die wichtig? Oder sagen die, lass uns da einen Strich drunter machen, weil es bringt mir den geliebten Menschen im Zweifel auch nicht mehr zurück? Ich glaube, da reagiert jeder anders. Es gibt sicher Leute, die wollen es genau wissen. Ja. Und es wird andere geben, die werden sagen, also könnte man nicht meinen Vater oder meine Mutter in Ruhe lassen. Mhm. Aber wenn so ein Geständnis da ist oder wenn der Verdacht da ist, dann müssen die Ermittler eben tätig werden. Da kann man nicht einfach sagen, naja, ist ja egal, ob es nun 50 sind oder 60. Und trotzdem ist es, also zumindest für mich als Laien, sehr, sehr ungewöhnlich insofern, als es ja auch am Strafmaß für diesen Krankenpfleger nichts mehr ändert. Macht nichts mehr aus, nein. Der ist verurteilt worden zu lebenslang, wie nennt man das, anschließende Sicherungsverwahrung dann? Nein, das heißt, mit besonderer Schwere der besonderer Schuld. Besonderer Schwere der Schuld, das ist was anderes. Ja, dass er kann also nicht nach 15 Jahren schon, kann nicht geprüft werden, ob man ihn vielleicht wieder rauslassen kann, sondern er bleibt auf jeden Fall länger drin und er wird auch diesen Beruf nie wieder ausüben können. Das ist auch gut so. Das bedeutet, da hat jemand die höchste Strafe bekommen, die jemand kriegen kann. Und trotzdem geht man da noch mal der ganzen Geschichte wirklich hinterher, einfach auf der Suche nach der Wahrheit. Nach der Wahrheit. Und der Skandal für mich von außen betrachtet besteht eigentlich darin, dass heute ein Leiter der Sonderkommission sagt, das hätte verhindert werden können. Das hätte so nicht geschehen müssen. Das hätte in der Tat nicht geschehen müssen. Er hat in einer Klinik gearbeitet in Oldenburg. Mhm. Da hatte man den Verdacht gegen ihn. Und was tut man? Man geht diesem Verdacht nicht nach, sondern man entledigt sich dieses Mitarbeiters mit einem guten Zeugnis. Man schickt ihn also auf den freien Markt wieder. Mit einem guten Zeugnis, mit dem er sich dann gleich in der nächsten Klinik wieder bewerben kann. Und das finde ich eigentlich unglaublich. Ich habe erst gedacht, das ist vielleicht ein Einzelfall. Mhm. Aber ich sitze zurzeit in München in einem Prozess. Da ist eine Hebamme angeklagt, möglicherweise Kaiserschnittpatientinnen Heparin, also ein Antiblutgerinnungsmittel verabreicht zu haben. Die Frauen sind fast verblutet. Und da gab es auch in der ersten Klinik einen Verdacht. Und dann passiert genau das Gleiche. Sie bekommt ein wunderbares Zeugnis. Mit dem geht sie dann zu der nächsten Klinik, wird mit offenen Armen natürlich aufgenommen. Denn die Leute sind gesucht, sowohl Krankenpfleger wie auch Personalnotstand. Hebammen natürlich. Und dann geht es weiter. Und deshalb hätte man gerade in dem Fall von dem Krankenpfleger, wo es jetzt feststeht, dass er das gemacht hat, diese Taten hätte man verhindern können. Weil Sie gerade den Fall in München ansprechen und bevor wir gleich darüber reden, was dieser Krankenpfleger, dieser Nils H., was der gemacht hat und was möglicherweise die Motivation war. Was ist denn die Motivation einer Hebamme, einer Krankenschwester, einer Frau, die gerade ein Kind entbunden hat, ein Gerinnungsmittel zu spritzen, das sozusagen dafür sorgt, dass diese arme Frau verblutet? Aus welcher Motivation? Ich möchte darüber jetzt nicht spekulieren, denn es steht noch nicht fest, ob es wirklich diese Angeklagte gewesen ist. Dafür sitzt ein Rechtsmediziner da, der die Frage beantworten soll, kann es nur diese Frau, diese Angeklagte gewesen sein oder gibt es noch andere Möglichkeiten, dass diese Frauen das Heparin bekommen haben?
Wenn sie es nicht gewesen ist oder wenn man es ihr nicht nachweisen kann, dann kann man auch schlecht über die Motive spekulieren. Bei dem Krankenpfleger weiß man es. Was ist denn da die Motivation? Was ist die Motivation für einen Menschen? Die Opfer sind in erster Linie sehr alte Leute gewesen oder auch jüngere Patienten? Da waren auch jüngere dabei. Seine Motivation war nicht, Sterbenskranke jetzt sozusagen schneller von ihrem Leiden zu erlösen oder also irgend sowas, was manchmal so etwas Gutes. Es gab in Sonthofen gab's mal so einen Fall. Da, war das Problem, das waren Berufsanfänger und der hat es einfach nicht ausgehalten, dass diese alten Menschen immer wieder irgendwie mit den technischen Mitteln, die die Medizin heute bietet, wieder irgendwie hochgepumpt werden und dann kommen sie wieder in die Klinik und dann geht es weiter und die konnten einfach nicht sterben. Also das hat er nicht ausgehalten. Nein, unser Krankenpfleger aus Oldenburg, der hat offensichtlich darunter gelitten, dass er nicht Arzt gewesen ist, dass er also sozusagen immer in der zweiten Reihe stand. Und er hat dann, weil er das langweilig fand, hat er sozusagen ein Spiel mit dem Tod aufgenommen. Er hat diese Kranken so krank gemacht, indem er ihnen bestimmte Medikamente verabreicht hat, dass die fast gestorben wären. Und die hat er dann reanimiert. Das heißt, um zu zeigen, wie toll er das kann, wie toll er das macht. Das heißt, da führt einer bewusst einen Herzstillstand herbei. Genau. Um sich dann... Das hat natürlich nicht immer funktioniert. Nicht? Manchmal war der Tod dann doch stärker als der Herr Krankenpfleger. Das heißt, er wollte sich in Szene setzen oder inszenieren? Er wollte dann gelobt werden dafür und er wollte mit seinen Kenntnissen anerkannt werden und spielte sich dann auch richtig auf in diesem Job. Das war für ihn dann irgendwie so die Kompensation dessen, dass er eben es halt doch nicht bis zum Arzt gebracht hat. So, wenn du auf einer Intensivstation, das sind ja lauter Menschen, sind die sehr intelligent, die dort arbeiten, die sind lange im Geschäft, die wissen ganz genau, die kennen auch Statistiken, die wissen ganz genau, wie oft sowas vorkommt, im Schnitt, im Alltag. Wenn da plötzlich diese Zahlen, da gibt es ja sehr beeindruckende Grafiken, auch gerade in diesem Fall, die zeigen, wie da die Todesfälle plötzlich nach oben gehen oder der Herzstillstand plötzlich nach oben geht, die Fälle von Herzstillständen. Das muss doch irgendwann mal einem auffallen. Da muss man doch merken. Im Nachhinein ist es aufgefallen, als man dann diese Statistiken mal erstellt hat. Währenddessen nicht. Und ich meine, es hätte ja auch auffallen müssen, dass Medikamente im Übermaß zum Beispiel verschwinden, die gar nicht indiziert waren, die gar nicht verordnet waren. Es konnte da jeder nachbestellen. Mhm. Jeder, der da gearbeitet hat, konnte freihändig Medikamente nachbestellen. Das hat niemand kontrolliert. Hat das Konsequenzen gehabt, auch für deutsche Klinikbetriebe ganz allgemein? Für die betreffende Klinik hat es Konsequenzen gehabt. Da wird es jetzt anders gemacht. Ich weiß nicht, wie es in anderen Kliniken ist. Ich meine, das ist ja keine neue Erscheinung. Diese Fälle gibt es ja immer wieder. Und man wundert sich, dass jedes Mal, wenn da wieder ein Fall aufkommt, wieder die gleiche Situation da ist, dass man sagt, ja, ist denn das nicht aufgefallen? Noch nö, wir haben das nicht kontrolliert. Wie ist der letzten Endes aufgeflogen? Ich weiß, als wir uns das erste Mal darüber unterhalten haben, da sind auch so Begriffe gefallen wie, da kommt wieder unser Erste-Hilfe-Rambo. Ja. Also der hatte dort einen ganz bestimmten Ruf auch schon auf diesen Stationen. Er hatte einen ganz bestimmten Ruf und auch das ist ganz typisch, findet man in all diesen Fällen. Bei dem einen heißt es, ist der Todesengel oder der Erste-Hilfe-Rambo oder die Hebamme, die sagte mal einen ganz verräterischen Satz, wenn sie das getan hätte, dann wäre sie ja der Todesengel im Kreissaal. Also ich meine, auf die Idee muss man auch erst mal kommen. Das ist natürlich dann schon sehr aufgefallen. Da hat jemand offenbar ein bestimmtes Bild von sich im Kopf. Man spielt so ein bisschen, die Kollegen spielen so ein bisschen mit diesen Spitznamen oder... und wie haben Sie den vor Gericht erlebt? Geht es da um Machtausübung? Ich meine, da bist du Herr über Leben und Tod, wenn du solche Spiele spielst. Bei dem Oldenburger Krankenpfleger war das in der Tat so. Er wollte den Tod besiegen, er wollte stärker sein. Er hat, also wie gesagt, so ein spielerisches Element da reingebracht. Nicht? Ich versetze jetzt diesen Menschen in einen Zustand, in dem er eigentlich dem Tod geweiht ist. Und ich entreiße dem Tod dann diesen Kranken wieder. Und das fand er irgendwie ungeheuer. War
prickelnd. Auch eine, wenn ich das richtig erinnere, eine Aussage, eine Linie auch der Verteidigung dieses Krankenpflegers, die vor Gericht sagte, die Verteidigerin, der wollte nicht töten, sondern der wollte den Tod besiegen. Ja, du als Angehöriger da drin sitzt und so einen Satz hörst. Erst hat er ihn mal in einen Zustand versetzt, dass er also fast gestorben ist. Also ich meine, das war ein, ja Gott, ein verzweifelter Versuch. Was macht ein Verteidiger, wenn er so einen Mandanten hat? Ja, da noch was Gutes zu finden, ist ein bisschen schwierig. Wie ist dieser Mann letzten Endes aufgeflogen? Ja, er ist aufgeflogen, weil man ihn dann beobachtet hat, dass er an einem Kranken manipuliert hat, wo er, mit dem er nichts zu tun hatte. Und dann hat man eben entsprechende Medikamente bei ihm gefunden. Und dann hat man auch gefunden, dass in seinem Spind zum Beispiel jede Menge Flaschen Alkohol, leerer Flaschen Alkohol gewesen sind. Da frage ich mich auch, ja, wenn einer in der Klinik säuft, merkt das keiner? Mhm. Fällt das nicht auf in einem Bereich, wo man eigentlich so sensibel für solche Dinge sein müsste? Sagen wir jetzt hier sitzend, wer jemals wirklich Klinikalltag erlebt hat, wer sieht Ärzte mit tief umränderten Augen, die teilweise 48 Stunden Dienste schieben und keine Sekunde Schlaf kriegen, kann man sich vorstellen, dass sowas durchaus auch möglich ist. Ja. Wie viele Fälle sind denn mittlerweile geklärt und sicher? Also wo hat man sozusagen noch feststellen können, Reste, Spuren von Medikamenten? Es ist schwer zu sagen, denn man hat ja nur die Menschen exhumieren können oder die Leichen exhumieren können, die erdbestattet wurden. Es gibt möglicherweise noch eine ganze Reihe Fälle, die sind aber feuerbestattet worden und da ist ein Nachweis gar nicht mehr möglich. Mhm. Also er hat bislang bestritten, dass er in Oldenburg schon tätig war, sondern er habe nur anschließend dann in Delmenhorst eben diese Taten begangen. Mittlerweile hat man mal angefangen, jetzt auch da in Oldenburg zu exhumieren und findet auch da in den sterblichen Überresten Dinge, die bei diesen Menschen nicht angebracht gewesen sind. Also die Ermittlungen gehen da vorwärts und ich will mir gar nicht vorstellen, was da noch alles rauskommt. Wird es da jetzt, obwohl es am Strafmaß, haben wir eben schon gesagt, nichts mehr ändert, wird es da jetzt noch mal zu einem Verfahren kommen? Es soll noch mal zu einem Verfahren kommen und ich finde auch, das ist richtig, denn ich meine, wenn ein Fall eine solche Dimension hat, dann müssen die Verfehlungen oder Fehler, die eben sonst noch so gemacht wurden, die müssen aufgedeckt werden. Denn wie will man es denn verhindern, wenn man diese Fälle nicht richtig aufklärt? Da geht es ja auch um Vertrauen in die Justiz und so weiter. Eine letzte Frage an Sie, Frau Friedrichsen. Und es geht auch um Schadensersatz natürlich. Wenn die Kliniken sich etwas zu Schulden kommen haben lassen, dann haben natürlich die Angehörigen möglicherweise Ansprüche an die Klinik. Schmerzensgeld und deshalb, und so weiter. Das ist natürlich auch der Grund, warum man die Fälle so unterm Tisch hält erstmal und die Leute lieber rausschickt, woanders hinschickt, dass man aus dem Schneider ist, weil es halt um viel Geld geht. Weil dir das Controlling im Zweifel im Nacken sitzt. Ja. Eine letzte Frage, Frau Friedrichsen, um noch mal ein bisschen zumindest zu erahnen, mit wem man es da zu tun hat. Wie haben Sie diesen jungen Mann, 39 Jahre alt, wie haben Sie den vor Gericht erlebt? Ich habe eine ganz merkwürdige Figur da erlebt. Ein Mann, der von einem sehr unattraktiven Äußeren war, der so fettige Haare hatte, der irgendwie... Also es war kein Mensch, bei dem man sich vorstellt, wenn ich jetzt in die Klinik komme und ich so einer ist mein Pfleger, zu dem ich großes Zutrauen hätte. Oder also irgendwie, er war mir persönlich suspekt, aber ich meine, das ist natürlich einfach, wenn man weiß oder wenn man die Anklage kennt, dann sieht man so einen Menschen natürlich auch mit anderen Augen an. Mhm. Nicht? Das ist ganz unausweichlich. Reue? Entschuldigung, Versuch einer Entschuldigung in Richtung der Angehörigen? Also das habe ich eigentlich nicht gemerkt. Man muss ja auch eines sehen. Diese Menschen machen das nicht einmal, die machen das x-mal in der Regel. Mhm. Ich kenne keinen Fall, der nur einmal einen Kranken getötet hat, sondern das sind immer ganze Serien. Einmal ist es mehr, einmal ist es weniger oder es wird halt entsprechend nur nachgewiesen. Wenn diese Täter das bereuen würden, dann würden sie ja vielleicht mal aufhören. Mhm. Aber das ist ja nicht der Fall. Das ist offensichtlich wie eine Sucht. Also. Die fangen an und machen immer weiter und brauchen immer wieder diesen Kick. Herr über Leben und Tod, um sich selber zu inszenieren. Der vermutlich größte Massenmörder der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der Fall wird uns mit Sicherheit noch weiter beschäftigen. Danke Ihnen sehr herzlich, Gisela Friedrichsen, die heute unser Gast ist. Cool.
Die Frage ist, wie kommen wir jetzt zum Fußball, ne, dem Punkt? Jetzt kommen wir zu einer erfreulichen Angelegenheit, glaube ich. Zu einer erfreulichen Angelegenheit. Ja. Das ist die Frage, ob es das möglicherweise wird. Also ich finde es schön, dass wir auch über die schönen und leichten Dinge des Lebens sprechen können. Ist ein Klassiker, ne? Deutschland, Italien, Samstag. Ich habe schon blaues Sakko an. Azzurri. Azzurri. Aus Italien ist es, gell? Ja, aber sehr gut. Das trage ich nur bis Samstag, weil dann seid ihr weg. Ich hab den Samstag nicht mehr ausgezogen. Und Sakko schicke ich dir dann. Als Andenken. Der 50, oder? 52. Müsste das passen. Passt ja schon. Ja, okay. Ja, ja. Mit Original Sepp Maier-Schweiß. Das ist wunderbar. Das ist ja richtig was wert. Ich freue mich. Warum rieche ich? Nein, gar nicht. Nein. Nein. Ich kann dich sowieso gut riechen. Das ist alles wunderbar. Ja. Nein, das passt. Du hast Sepp im Vorfeld gesagt, Italien ist für Deutschland eigentlich der bessere Gegner. Weil Spanien unangenehmer zu spielen gewesen wäre, oder warum? Ja, jetzt nicht mehr. Gut, jetzt nicht mehr, ist es richtig, ja. Aber nein, die Italiener liegen. Also ich muss eines sagen, ich war ganz überrascht, wie Italiener gegen die Spanier gespielt haben. Ich kenne die Italiener, seit ich Fußball spiele, und die Italiener, die haben immer hinten dicht gehalten. Maurerarbeiten, ja. hoch drei mit einem Libero-System da hinten, was früher schon eingeführt haben. Nur Mauern, und dann vorne hilft uns der liebe Gott, und meistens hat einer auch geholfen. Jetzt gegen Spanien, was machen die denn da? Die greifen die Spanier schon vor 20 Meter vor dem spanischen Tor an. Die haben nicht gedacht. Und die haben wirklich super gespielt. Aber gegen Deutschland reicht es nicht. Ja, ich sage ja gar nicht. An Giovanni war ich halt noch fertig. Ich habe ein schlechtes Gefühl, Giovanni. Und jetzt kommst du und sagst über deine Italiener, das ist die talentfreieste Mannschaft, die wir seit 30 Jahren haben. Ja, ist es. Wir haben den besten Mann, den wir haben, der steht an der Seitenlinie. Der Trainer, der Conte. Conte ist einer der größten, wird auch sicherlich einer der größten Trainer der nächsten Jahre werden. Hat auch bei Juve schon eine großartige Arbeit gemacht. Ist ja mit denen aufgestiegen, hat dann mit einer Mannschaft, wo wirklich auch Spiele von Atalanta und so gespielt haben, ist dann Meister geworden in Italien. Also viele haben da schon erkannt, was da in dem drinsteckt. Ja. Und er hat es geschafft, aus dieser Mannschaft ein richtiges Team zu bilden. Diese Jungs, die sind so eine Einheit. Und das ist das, was eigentlich dir, lieber Sepp, Angst machen sollte. Die Jungs sind ja die nicht mehr. Nee, das sind die Jungs. Ja, es sind schon ein paar Junge dabei. Also wir haben so Insigne, El Charabi, sind schon ein paar Junge noch dabei. Also er hat es geschafft, eine Einheit zu bilden. Und was uns Angst gemacht hat, war natürlich, es gibt keinen, deswegen sage ich der letzten 30 Jahre, es gibt keinen Baggio, es gibt keinen Totti, es gibt keinen Del Piero, es gibt keinen Pirlo. Niemand, wo du sagst, der streichelt den Ball, und wenn er im Ball ist, wird es gefährlich. Es gibt den blutjungen Buffon im Tor. Buffon ist natürlich eine Ausnahme, aber es ist tatsächlich so, bevor die EM losging, hat er dann noch die Hiobsbotschaft bekommen, irgendwie Marchisio und Verratti fallen aus. Das sind die namhaftesten Mittelfeldspieler. Montolivo fällt aus. Jetzt gegen Deutschland wohl noch De Rossi, und Candreva schafft es wohl auch nicht. Aber anscheinend scheint es denen nichts auszumachen, weil die sagen, alle 23 sind wichtig, jeder ist wichtig, es ist egal, wer fehlt. Ja. Wir wollen das schaffen. Und gegen die Spanier haben sie es gezeigt, und sie sagen jetzt selbst auch, Deutschland ist der Mount Everest, aber wir wollen ihn gerne besteigen. Ja. Vorsicht bei der Auswortwahl. Ja. Er sagt, dieser Trainer, du sagst, der steht draußen am Spielfeldrand. Also stehen tut der nicht. Wir schauen mal ganz kurz rein. Markus, was man sagen muss. Was für ein großartiger Typ, ja, oder? Ja, ganz genau. Und was Nationalheld in Italien? Schon? Nationalheld. Und was man sagen muss, er hat das Blut wieder zum Kochen gebracht bei uns Italiener für Fußball. Kann man so sagen, war, ja, wirklich. Also sieht man ja auch. Und er hat eine Leidenschaft wieder geweckt. Auch in mir, muss ich sagen, weil wir hatten alle so keine richtigen Identifikationsfiguren dieser Mannschaft. Wir waren alle so, wer sind wir überhaupt? Ne? Und L'Equipe, Zeitung aus Frankreich, hat geschrieben, Italien stirbt nie. Und genau dieses Gefühl hatte ich auch. Ich habe gedacht, auch wenn man jetzt ausscheidet, aber du hast Spanien geschlagen, Belgien geschlagen, es ist nicht dieses, es ist egal, wie schlecht diese Mannschaft ist, aber sobald die im Nationaltrikot stecken, diese Jungs, entwickeln die ein Feuer für dieses Land, für diese Tradition, ein Miteinander. Das heißt, ob die am Samstag weiterkommen, ist gar nicht so wichtig für euch. Es ist schon nicht unwichtig, ob wir weiterkommen. Es ist nicht unwichtig, sage ich mal. Aber es ist zum ersten Mal, dass ich es erlebe, dass ich auch bei dir sitze, dass ich erlebe, dass die Deutschen sagen, die Italiener sind uns sympathisch. Also nicht die Italiener, die Menschen und das Land, sondern die Mannschaft. Zum ersten Mal, dass ich erlebe, die spielen Fußball. Die liegen ja gar nicht die ganze Zeit auf dem Boden rum und wälzen sich. Die spielen richtig Endlich Fußball. Endlich gibst du es mal zu. Ja. Ich sag, was ich höre. Ja, ach so. Nein, aber es ist zum ersten Mal. Aber liegt es an diesem Conte? Ja, und es liegt natürlich an Conte, weil er natürlich den Jungs vermittelt, was hier ist, ist eine einmalige Chance. Und wenn wir wenn wir vom Feld gehen und Blut gespuckt haben und Schweiß schwitzen und das Trikot nass ist und schwer, dann können wir uns nichts vorwerfen. Wenn wir das aber nicht tun, ist es die schlimmste Niederlage, dies nicht getan zu haben. Und die Jungs
die eifern ihm nach. Ja. Die sagen auch, wir sind durch Conte Spieler und Fans zugleich. Die sind also, die sind ganz, die hören ihm auf jedes Wort. Das ist ein ganz großer Kampf, so wie die Engländer gegen Island. Die haben sich auch wirklich zerrissen. Das ja, die haben sich ja richtig gesehen. Zerrissen. Also, wenn einer wirklich. Ja, richtig. Jetzt stellt euch das mal vor: dieses Theater auf der Outlinie wird der Jogi Löw machen. Eben, so, das wollte ich jetzt. Was meinst du, was da die Deutschen sagen? Ist er Spinner jetzt? Ist er jetzt durchgeschnappt? Oh, ehrlich? Ja. Der Jogi, wenn sie so aufhören. Aber Jürgen Klopp, wir haben doch Jürgen Klopp. Klopp ist ein Trainer, der von allen Deutschen geliebt wird. Klopp ist kein Bundestrainer, der Mannschaftstrainer. Das wird er irgendwann sein, aber. Was Mannschaftstrainer? Er wird sicherlich irgendwann Bundestrainer sein. Das geht als Nationaltrainer. als Nationaltrainer kannst du nicht so aufführen. Also zwei Dinge wird Klopp sicherlich noch machen. Klopp wird sicherlich noch irgendwann die Bayern trainieren und irgendwann Nationaltrainer sein. Das, ja, der Kloppi. Ja. Irgendwann der Conti. Nee, ich rede von Klopp. Von Klopp. Der wird irgendwann, also der Kloppi und Conti dürfen wir nicht verwechseln. Nein, aber die sind ja, wie du sagst auch, Marc, die sind ja sehr ähnlich als von Typen her. Ja. Conte schreit vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber ich finde es schön, wenn er, ich spüre ihn. Also ich spüre ihn auch durch den Monitor durch. So genauso wie ich die Jungs auch spüre, wenn sie die Hymne singen. Und ich glaube denen wirklich, die zerreißen sich jetzt 90 Minuten oder auch 120. Und wenn dann wirklich es verloren geht, okay. Aber so kannst du verlieren. Aber wenn du reingehst und irgendwie, und ja, so halbwegs, dann funktioniert das nicht. So, Sepp Maier, jetzt, was werfen wir da jetzt mal da dagegen? Gegen diese hier, das ist ja, der ist ja eigentlich schon weiter. Alles eigentlich. Okay. Weil diese Einschätzung haben zum Beispiel die Italiener nicht alleine. Jeder, der bei der Europameisterschaft und der letzten acht ist, die haben alle die gleichen Einstellungen. Die gingen auch raus und spucken Blut und sind verschwitzt und haben gekämpft bis Unfall, haben sogar noch Wadenkrämpfe und alles. Diese Einstellung hat ja jede Mannschaft, nicht bloß die Italiener. Der Trainer zum Beispiel, der ist ja so in sein Naturell, die sind ja Südländer überhaupt so. Dass sie ihre Gefühle alles zeigen müssen. Da hupfen sie rum und springen wie Kasperl im Kasperltheater. So ja, aber diese, einigen Leuten gefällt es. Mir gefällt es auch, aber nicht andauernd. Aber die Bayern machen Schuhplatteln, das ist auch nichts anderes im Grunde. Das ist ähnlich. Das hat einen Sinn. Schuhplatteln hat einen Sinn. Schuhplatteln ist eine bayerische Kunst, das muss man erlernen. Ja, aber den Schmarrn brauchst du nicht erlernen, den hast du in dir drin. Den hast du oder hast du nicht, das ist der Unterschied. Ja. Und wenn den elf Mann haben kommt plus... Wo kommt der her? Der ist aus dem Süden. Der Unterschied ist, nenne ich aus Neapel. Der ist also, nur weiter unten, Sizilien. Nein, nicht weiter unten. Also wenn der Trainer und die elf Mann oder die 23 Mann das haben, ist es ein Unterschied, wie wenn es halt vielleicht nicht der Trainer und vielleicht nur vier oder fünf Mann haben. Mhm. Es ist schon ein großer Unterschied. Ich will es nicht also du hast ja genug gewonnen und genug gespielt und gemacht, da glaube ich dir jedes Wort. Aber ich glaube, dass es in entscheidenden Momenten ein großer Unterschied ist. Wenn ich wirklich zu 100% sage, mir ist es egal, ich will morgen nicht in Urlaub fahren. Oder sage, pass auf, ja, jetzt habe ich doch schon das Viertelfinale erreicht. Okay, komm, wenn das schon zwei denken von elf, dann reicht es nicht. Und bei dieser Mannschaft habe ich das Gefühl, dass alle 23 so denken. Und deswegen das nützt ja doch nichts bis zum Samstag. Und dann ist vorbei. Die können denken, was sie wollen. Ich weiß. Die Italiener haben so viel Glück gegen uns immer gehabt, wie ich noch gespielt habe. So viel Glück haben sie gehabt. Wir haben einmal Glück gehabt, das 1996 Europameisterschaft in England. Unentschieden, Elfmeterschießen. Da waren die Italiener besser. Da haben wir Gott sei Dank Andy Köpke im Tor gehabt. Der hat einen Elfer gehalten. Ja, eben, und darum sind wir weitergekommen. Aber das wird sich nicht mehr wiederholen. Die Italien, du sagst, dann glaube ich nicht. Die Italien fällen schon raus. Ja, aber ich bin doch Deutscher, ich muss an Deutschland glauben. Mir kommt es ein bisschen vor, wie, das höre ich gerade immer mehr, auch von großen Zeitungen, dieses, jetzt ist vorbei. Und es ist so immer so ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen. Gut, da so, gibt es natürlich offene Rechnungen, ne? Wenn ich so viele offene Rechnungen hätte, dann dürfte ich nicht mehr ins Restaurant essen gehen. Nein, ich verstehe das ja, aber es hört sich für mich immer an wie so ein Selbstschutz. Nein, diesmal, also jetzt ist wirklich... Autosuggestion. Ich kann mich an eine Situation erinnern, 1970 in Mexiko, wo das Jahrhundertspiel war, das 4:3, wo wir verloren haben. Ich war auf die Italiener, war ich sauer, dabei konnte ich gar nichts dafür. Ich merke es. Dabei war der größte Depp der Schiedsrichter. Der Yamasaki aus Chile hat uns damals gepfiffen. Dieser Yamasaki, ja. Der hat uns verpfiffen. Der Yamasaki aus Chile? Ja.
Na ja, man sagt er. Und dann, er meint das alles gar nicht so. Ich bin nicht, dass die Chilenen jetzt unterschreiben. Und dann nach 20, 30 Jahren, da bringen sie ja immer das Deutschland, Italien, das in Mexiko, als Segenstadion. Dann siehst du die Schiedsrichterleistung. Dann denken wir, ich habe bestimmt 10 Golden Ringe und 2 Wohnhäuser bekommen. Aber die Sachen gibt es jetzt nicht mehr mit Schiedsrichter. Die sind jetzt ganz, die, also, die greifen glaubst, wirklich der, super. Glaubst du, dass der Yamasaki damals... Ja, hundertprozentig. Der hat in Mexiko City, hat er dann am Ferrari gefahren. Nach dem EM-Spiel. Na gut. Nein, das war Spaß. Das war Spaß. Nein, aber so schnell. Aber es ist die schönste Rivalität. Ja, total. Ja, deswegen reden wir darüber. Es gibt nichts Schöneres als Deutschland. Siehst du denn Deutschland eigentlich? Jetzt sag mal 5 Gründe, warum Deutschland gewinnt am Samstag. 5 Gründe, warum Deutschland gewinnt. Also der erste ist für mich, es ist die stärkste Mannschaft, die stärkste Nationalmannschaft, die es momentan unter dem Sonnenplaneten gibt. Es gibt keine bessere Mannschaft als Deutschland zurzeit. Ist eine Mannschaft, das der Versuch, dich bei deinen deutschen Restaurantgästen einzuschleimen? Nein, überhaupt nicht. Oder was ist überhaupt, das nicht. Überhaupt nicht. Es ist so. In der Breite, in der Qualität, also Abwehr ist unfassbar, Torwart ist, Buffon selber sagt, Neuer ist der Beste. Mittelfeld ist unglaublich groß, Real Madrid, also es passt alles. Ja? Also der Sturm, wenn der jetzt auch noch anfängt, richtig rund zu laufen, weil die 3 Dinger gegen die Slowakei, okay, da hätten auch 6 sein können. Aber ich sage, wenn die jetzt auch noch anfangen zu funktionieren, es ist die beste Mannschaft, wahrscheinlich die beste deutsche Mannschaft. Ich sag mal, 90 war auch eine Riesenmannschaft, aber seitdem sicherlich wieder die beste Mannschaft. Ich sage ja sogar, Löw ist seit 2008 Trainer, jetzt 2016, 8 Jahre, also den zweiten Titel muss er jetzt schon holen. Weil sonst gibt es mindestens 7, 8 andere Trainer, die mindestens mit der Mannschaft auch einmal Weltmeister oder Europameister geworden wären. Die Spanier hatten davor diese 3 Titel in Folge, super. Aber ich glaube, dass Deutschland jetzt wirklich eine Serie starten kann. Im Sinne von, wie es die Spanier gemacht haben. Mhm. Dann Italien hatte 2-6 in WM-Titeln. Dann kam uns die Spanier in den Weg, 2-8 leider, im Elfmeterschießen. Aber ich glaube, dass es gewisse Generationen gibt. Und die ist in Deutschland gerade da, mit denen man komplett abfeiern kann. Und mit denen man alles gewinnen kann. Und diese ist gerade so. Der nächste Grund ist natürlich irgendwann mal, wenn beim Roulette immer rot kommt, muss auch irgendwann mal schwarz kommen. Und es könnte sein, dass Samstag schwarz kommt natürlich. Wir sind super vorbereitet. Wir haben super viele Ausreden. Unsere halbe Mannschaft ist nicht da. Der ist verletzt, der ist gesperrt. Nein, es ist doch so. Also jeder hat Angst und Respekt vor Deutschland. Jeder. Es gibt keine Mannschaft, die sagt, Deutschland, nee, die kann man schlagen, einfach oder irgendwas. Jeder sagt doch, die beste Mannschaft der Welt ist momentan Deutschland. Nicht nur, weil sie Weltmeister sind. Jetzt überleg mal, wir haben jetzt den Europameister geschlagen. Dann müssten wir den Weltmeister schlagen, dann müssten wir wahrscheinlich den Hausherrn schlagen und dann im Finale gegen Portugal verlieren oder was. Also, das können wir nicht. Also deswegen, ich glaube, dass es diesmal wirklich, und das sage ich nicht nur, weil ich hier im deutschen Fernsehen gerade vor der Kamera sitze, ich glaube, dass es diesmal wirklich so weit sein könnte, dass Deutschland Italien schlägt. Ich wünsche mir es nicht, weil ich natürlich meinen kleinen Sohn nicht weinen sehen möchte, aber es könnte passieren. Was hast du mit deinem kleinen Sohn gemacht? Ich überhaupt nichts, mein Papa war das. Ja. Wie konnte das passieren? Sepp, kommen wir drauf, damit können wir leben, oder? Mit dieser Analyse. Also wenn er selber einzig das verlieren, genau, ist er eben, noch. Genau, er ist ja schon auf dem rechten Weg. Deswegen gibt uns das jetzt die Chance, kurz über 72 zu sprechen. Ne? Als ihr lang her. Lang her, ja. Da seid ihr Europameister geworden. Ja. Wie hast du das in Erinnerung? Puh, das, damals war das, also für uns war damals das wichtige Spiel, dass da hat es dann nicht die 24 und 16 Mannschaften gegeben, sondern die letzten 4, die bei der Quali übergeblieben sind. In dem Land ist dann ausgelost worden oder festgelegt worden von der UEFA, wer da die Europameisterschaft austrägt. Und da war halt dann Belgien, waren die letzten 4. Und dann haben wir bloß 4 Mannschaften dann die Endrunde gespielt. Das heißt, 4 Mannschaften fahren zu EM? Und die Ausscheidung war schon vorher. Wir haben damals im Viertelfinale, sozusagen haben wir die Engländer zu Hause geschlagen, 3-1, war noch nie eine deutsche Mannschaft geschafft, aber wir haben in England in Wembleystein 3-1 gewonnen und zu Hause in Berlin 0-0 und somit waren wir im letzten 4 qualifiziert. Was ist das eigentlich, das Spiel gegen England? Ja. Ich habe da eine wahnsinnige Geschichte gehört von dir, Sepp. Du hättest eigentlich gar nicht spielen dürfen, ne? Wer sagt das? Also ich habe
Du müsstest das eigentlich noch erklären können. Du hattest irgendeine Verletzung, ne? Ja, ich habe Schleibein, Schleimbeutelriss habe ich gehabt, vom Training her. Schleimbeutelriss? Ja. Das heißt, wie wacht man dann morgens auf? So mit so einem dicken Arm. Ah, nicht als mit Torwart eher blöd, ne? Nicht mit so einem dicken, sondern mit so einem dicken Arm. Ja, ich habe schon verstanden. Ja, und dann bin ich halt so und das ein Tag vor dem Spiel, und dann haben wir, wenn sie das gehabt gemacht haben, und dann ist es mir eingefallen, da haben wir trainiert, und dann bin ich auf den Stein gefallen mit dem Ellenbogen, und ich habe schon was gemerkt, dass es gestochen hat, und dann ist der Arm immer dicker geworden, und dann bin ich dann am Abend zu unserem Dr. Deuser gegangen und habe gesagt, Herr Deuser, schauen Sie mal in den Arm, und sagt, was hast du denn da gemacht? Hab gesagt, ich bin da auf den Stein gefallen, hat er geschaut, so hingedrückt, und da war nur eine Nadelstich, da hat er hingedrückt, dann bin ich in die Luft gegangen, sagt der Schleimbeutel, ist angerissen. Dann habe ich gesagt, ja, was machen wir jetzt? Dann hat er gesagt, ja, ich weiß nicht, ob du lang spielen kannst. Habe ich gesagt, sagen Sie auch nichts an Herrn Schön, gell? Weil sonst darf ich nicht spielen gegen England. Ja, er sagt nichts. Und dann hat er mich gefragt, am Spieltag, da war sehr Deuser, sagt, das ist selbst, ja, es passt schon. Und dann habe ich so einen dicken Arm, dann sieht man noch im Ding, habe ich alles zusammengefatscht, mit ganz, ganz dicke Polster runter da. Schau mal, da sieht man es, auf dem Foto sieht man es. Ja, genau, ne? Der dicke Ellenbogen, ja, genau. Das ist ja unfassbar. Das heißt, ihr habt da alle gemeinsam dicht gehalten, einen Schleimbeutel-Komplott gespielt. Das ist nicht, das, ja. Ja. Das war ein Schleimbeutel-Spieler. Ja, genau. Das heißt, wie kann man denn dann, was hattest du denn da drunter dann, dass das hält, dass das funktioniert? Das muss auch wahnsinnige Schmerzen gewesen sein. Ja, das hat nur Schmerzen, wenn ich am Boden gefallen bin, mit dem Arm. Irgendwo kommt ja vor als Torhüter. Ja, ich war damals, darum heiße ich da die Katze von Einzig, ich habe mich damals so gewunden, so wie ihr das macht mit den Katzen so. Und dann bin ich immer gut abgerollt, und dann haben wir das so ab und zu schon hin. Aber man kann nicht wehleidig sein. Guter Torhüter ist nicht wehleidig. Ja. Hast du das hinterher dem Schön mal gesagt? Nein, das weiß er nicht. Das hat er nie erfahren. Nee, und Wolfgang Kleff, der Ersatztorhüter war, auch nicht? Nein, der hat nichts gesagt. Mit dem habe ich sogar im Zimmer geschlafen. Der hat das nicht mitbekommen? Nein. Ich habe zu ihm gesagt, wir haben mal was einbaut. Wolfgang, geh du ins Bad und mach dich hübsch. Ich will nur ein bisschen schlafen. Und ist raus, dann bin ich rein, habe schnell ein Ding umgezogen, Staubwaschen, Trikot an, zack, fertig, aus was. Hat nie was gesehen. Unvorstellbar. Ja. Und das heißt, Wolfgang Kleff erfährt das heute jetzt zum ersten Mal durch Vielleicht. Uns. Ja, klar. Dass er aber er ist mir nicht mehr beleidigt. Der hat sowieso nicht gespielt. ist ein toller Typ, der war mal hier, Wolfgang Kleff. Ne? Wir schauen mal rein. EM-Finale 72 gegen die Russen. Ja. Ja, auch ein spektakuläres Spiel. Russland. Was für eine anarchische Veranstaltung. Ne? War stark, das heißt, ja. Du warst zwischendurch Ordner, Torwart, Katze von Anzing, ja. Schleimbeutel, alles. Nein, da war der Schleimbeutel schon weg. Ja. Da war er schon operiert dann. Aber trotzdem, also, wenn man das so anschaut. Und ich pass auf, jetzt kommt gleich Sepp Maier. Pass auf, hier. Zack. Genau. Ich muss ja sagen, die waren ja alle friedlich. Die ja, haben alle auf den Abpfiff haben alle gesagt, ja, noch, dann bricht ab. Ja. Und das war 3 Minuten vor Schluss. Ne? Ja, genau. Immer wenn der Pfiff an sind, sie reingestürmt. Die hätten immer gemeint, es ist der Schlusspfiff. Da war es abseits oder faul, aber sie sind immer reingestürmt. Da warst du die letzten 3 Minuten nur beschäftigt, dass es immer wieder rausschmeißt vom Platz. Hatte die Angst, ich meine, da liegst du vorne und wenn der das Spiel abbricht, dann war es ja, das. Ich weiß nicht. Hätte mir die letzten 3 Minuten nachgespielt am anderen Tag. 3 Minuten nachspielen? Na, im Ernst? Aber eigentlich Giovanni auch, ich meine, sehr rustikal, wie Sepp Maier da irgendwie dem Fan erklärt, ja, dass er woanders eigentlich wohnt und zu Hause ist, nicht auf dem Spielfeld. Aber irgendwie auch schön, oder? Wenn sowas dann auch möglich war und trotzdem friedlich abgelaufen, ja, meine ich. Also ich hab das erlebt 2001, 2002, da ist der AS Rom Meister geworden. Mhm. Zum letzten Mal, da war ich auch im Stadion, da ist dasselbe passiert. Da sind auch, die sind über die Mauern und haben sich da außen rumgestellt. Und da war damals bei Parma noch, da hat Rom gegen Parma gespielt, war Buffon im Tor. Und der stand nur noch in Unterhosen auf dem Feld, weil die Fans ihm die schon ausgezogen hatten. Und der hat aber gesagt, komm, spiel weiter, obwohl er hinten lag und wusste natürlich, hier gibt es gleich richtig was, weil die Roma Meister wird. Aber der hat auch gesagt, komm, lass die spielen, lass die gewinnen. Und dann hat der Schiri auch genauso halt dann abgepfiffen und dann war es vorbei. Aber da war auch die Angst von den Spielern, die haben danach auch gesagt, nicht, dass der hier abpfeift und es muss ein Nachspiel geben.
oder das Spiel wird wiederholt oder wir kriegen es 3-0 verloren. Das ist natürlich die Angst, die man dann hat. Ne? Und dass natürlich Menschen zu Schaden kommen können. Das wäre natürlich das Schlimmste. Ja, aber war offenbar eine andere Zeit und die Menschen waren irgendwie auch ein bisschen anders drauf, habe ich das Gefühl. Ne? Die wollten nur spielen. Ja, genau. Die wollten auch nur spielen. Letzte Frage an euch beide. Tipp für Samstag. Erst Giovanni. Also, bei mir steht's und fällt's mit Daniele De Rossi. Es ist der Mann vor unserer Abwehr. Löw hat es vor ein paar Tagen auch gesagt. Es ist der intelligenteste Spieler bei der Italiener. Und das sehe ich genauso. Ist er wirklich. Und wenn er auf dem Platz steht und spielen kann, glaube ich, dass wir gewinnen. Wie viel? 1-0. Standard. Sehr knapp und auch sehr spät wahrscheinlich. Okay. Wenn De Rossi nicht spielen kann, dann wird's wahrscheinlich anders laufen. Auch 1-0, aber für die anderen halt. Vielleicht 1-0 für die anderen, ja. Aber ich glaube, dass es tatsächlich mit diesem Mann steht und fällt. Und das ist diesmal, wie gesagt, eine ganz, ganz knappe Kiste. Sepp Maier? Also ich rede viel rum. Mit der Giovanni 2-0, 2 Tore durch Müller. Fertig, aus. So. Ja, der musste doch mal treffen, ne? Der war ja schon ein paar Mal so dicht dran. Und es wäre ihm zu gönnen. Also. So, der Klassiker, Deutschland gegen Italien. Vince Ebert ist bei uns, hab vorhin schon gesagt, der ein großartiges Buch gemacht hat, Unberechenbar. Kann man eigentlich Erfolg im Fußball berechnen? Vince, geht das? Du als Physiker. Also es ist tatsächlich so, dass man natürlich bei einem einzelnen Spiel wenig vorausberechnen kann. Man sieht das ja bei dem Island-Spiel gegen England. Und man weiß einfach, dass bei jeder Toraktion 40% ist der Einfluss von einem Zufall tatsächlich. Das heißt, das macht das Ganze sehr, sehr unberechenbar. Und das ist gleichzeitig natürlich auch die große Faszination am Fußball. Ja. Dass natürlich, wenn irgendein blöder Google-Algorithmus uns vorausberechnen würde, wer ins Endspiel kommt, dann wäre die ganze Veranstaltung komplett langweilig. Mhm. Das heißt also, aber man weiß tatsächlich, es gibt ja diesen berühmten Spruch von Otto Rehhagel, Geld schießt keine Tore. Man weiß tatsächlich, dass nach statistischen Analysen, dass Mannschaften, die das größte Budget haben im Vereinsfußball, tatsächlich mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch Meister werden. Also da stimmt, Geld schießt schon Tore. Ja, absolutes. Also brauchst du nur nach München gucken, FC Bayern. Ja, ja. Also, aber man kann tatsächlich auch manchmal den Zufall in eine gewisse Regelmäßigkeit bringen. Es gibt ja diesen schönen Witz, in dem jetzt gerade aktuell ein isländischer Fußballfan in einen englischen Pub kommt und die Engländer sagen, komm, wir sind alle Fußballfans, Schwamm drüber, wir machen mit dir ein kleines Würfelspiel. Wenn du eine 1, eine 2, eine 3, eine 4 oder eine 5 würfelst, hauen wir dir auf die Fresse. Und bei einer 6, dann darfst du noch mal würfeln. Vince, unberechenbar, ne? Ein großer Bereich, ein großer Teil dieses Buches widmet sich der Fortpflanzung, so muss man es einfach mal sagen. Sagen wir Partnerwahl, nennen wir es Evolution, wie auch immer. Genau. Mittlerweile, man gaukelt uns doch eigentlich vor, dass Partnerwahl absolut berechenbar ist. Also, genau, also diese Partner mit Paarship, Niveau und so weiter. Und ich meine, Singles mit Niveau und alles. Und dann treffen die sich alle untereinander. Diese Online-Portale, die machen ja auch vieles richtig. Also die gucken nach Gemeinsamkeiten. Ja, also, und man weiß eben, das hat früher ein Heiratsvermittler vor 200 Jahren auch gemacht. Der hat geguckt, Bauer 1, Bauer 2, die haben eine Tochter und einen Sohn und da ist der gemeinsame Hof, kann da, ne? So. Und das machen diese Partnerportale auch. Die gucken nach Gemeinsamkeiten. Der Gag an der Sache ist, man weiß, der höchste Einflussfaktor für eine stabile Beziehung ist der gemeinsame Humor. Und den kannst du eben nicht berechnen. Humor ist was sehr, sehr Irrationales. Mhm. Also meine Frau zum Beispiel hat einen super Humor, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab eine Geschichte, da waren wir frisch zusammen, sind wir bei einem befreundeten Pärchen eingeladen gewesen, die ihr erstes Kind bekommen haben, Kim. Da sagt meine Frau, Kim, ha, wie der nordkoreanische Diktator. Gut gewählt, so wie der brüllt. Ich fand's lustig. Ja. Die junge Mutter, bisschen angepisst, sagt zu meiner Frau, Kim ist ein Mädchen. Und meine Frau, oh, ein Mädchen. Hm. Naja, endlich mal nicht so ein affischer Name wie Leonie. Hat die Kim noch einen zweiten Namen? Wir wurden nie wieder eingeladen. So. Also, aber darum dreht sich's, ne? Genau, also, dieser gemeinsame Humor, der verbindet eben. Und den kannst du schlecht berechnen.
Ja. Aber du betrachtest das ja, und das wusste ich nicht, wie sich das alles so entwickelt hat. Also evolutionstechnisch, ja, wie das alles angefangen hat, mal irgendwann in der Höhle. Also wir sind ja, glaube ich, Trockennasenaffen, ne, als genau. Menschen. Ja, ja. Und irgendwann mal vom Baum runtergestiegen. So. Genau, ja. Wie ging es dann weiter? Wie suchst du die richtige Trockennasenäffin für dich, wenn du jetzt als Trockennasenaffen unterwegs bist? Also im Grunde genommen wie heute auch noch. Also Frauen, auch die Steinzeitfrau, achtet tendenziell darauf, dass der Mann stark war, dass er einen gewissen Status hat, dass er sie beschützen konnte. Und Männer, Steinzeitmänner, achteten tatsächlich auf Äußerlichkeiten. Ne? Symmetrie zum Beispiel. Hat die Frau zwei Augen? Passt. So, ja. Also. Verstehe. Das ist wichtig, ja? Das ist absolut wichtig. Warum ist gutes Aussehen da so wichtig? Weil es ein sogenanntes fälschungssicheres Signal ist. Also das sind Signale, die du nicht faken kannst, also die du nicht täuschen kannst. Und wenn eine Frau sehr, sehr gut aussieht, wenn die eine gesunde Haut hat, dann weiß der Mann, na ja, die kann mir gesunde Kinder gebären. Ein fälschungssicheres Signal beim Mann ist übrigens, jetzt wird es ein bisschen eklig, der männliche Penis. Der ist nämlich daran eklig? Das ist ja, gut, ja. Ja, ich gehe jetzt ins Detail. Ja, aber wir kommen ja alle. Genau. Und der ist beim Homo sapiens ist der ziemlich groß. Also im Vergleich zu unserer Körpergröße haben wir Menschen im Vergleich zu unserer Körpergröße den mit Abstand größten Penis von allen Primaten. Bin ich auch so ein bisschen stolz. Hast du recht, oder? Ja, genau. Warum ist das so? Das ist wirklich so, ja? Genau. Der Penis von einem Gorilla, der ist gerade mal 3 cm lang. Im Arbeitsmodus. Arbeitsmodus? Ja, ja. Länger muss er nicht sein, denn der Silberrücken ist tatsächlich der Pascha, der das Recht hat, alle Weibchen zu begatten. Der muss sie nicht groß mit Performance beeindrucken. Beim Homo sapiens dagegen, da haben die Weibchen die Auswahl. Und genau deswegen hat uns Mutter Natur einen großen Penis gegeben, der die unangenehme Eigenschaft hat, versagen zu können. Und da schlägt das Pendel zurück. Bei 3 cm steht das Ding mehr oder weniger immer. Bei 13 cm dagegen wird es schon schwieriger. Ja? Der versagt bei Stress, bei schlechter Ernährung und verrät den Frauen damit gnadenlos, wie fit wir sind. Also ein großer Penis ist eigentlich ziemlich blöd. Ja? Aber für die Frauen zeigt es sich, fälschungssicheres Signal. Ein fälschungssicheres Signal. Also so hat sich das entwickelt. Genau. Und wir haben ja diese romantische Vorstellung von Liebe. Ne? Ja. Das ist ja im Tierreich ist das ja nicht so. Also in der Evolution ist ja, also ich sag mal, du bist einfach darum bemüht, wie drücke ich das jetzt aus, dein Genmaterial möglichst großflächig unter das Volk zu bringen. Also der Mann als Männchen. Ja. Genau. Ja. Bei Menschen ist das ja nicht so. Wir haben ja diese romantische Vorstellung, wir bleiben immer zusammen und so weiter. Und das tun wir dann auch manche. Ja, genau. Also das heißt, zumindest seriell, also serielle Monogamie nennt man ist das Thema. Also, genau. Ja, genau. Aber also, was hat sich denn da anders entwickelt in dem Verhältnis, also Mann-Frau? Da muss ja irgendwann mal sind wir da anders abgebogen. Also es ist tatsächlich so, dass natürlich die Aufzucht vom Kind sehr viel Energie erfordert. Dass, man braucht jahrelang, bis das Kind irgendwie aus dem Gröbsten raus ist. Mhm. Meistens kommt dann noch ein Germanistikstudium dazu. Also das ist schwierig. Ja. Und deswegen hat Mutter Natur was sehr Geniales entwickelt. Das ist tatsächlich Sex. Also Menschen sind die einzigen Lebewesen, wo dann auch die Frau auch an ihren nicht fruchtbaren Tagen tatsächlich Sex hat mit dem Mann. Und das ist quasi, das dient der gegenseitigen Bindung, dass der Typ einfach da bleibt. Ja? Also das heißt, so tricksen die uns so aus. Tricksen ja? Die. Genau. Das ist ja? Der Trick der Evolution. Das ist der Trick der Evolution. Sex ist quasi ein Bindemittel, ein Schmiermittel, wenn man es so will. Also ja. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Männer und Frauen gewissermaßen zusammenbleiben zu lassen. Ja? Genau. Ja. So. Also für Männer wäre es eigentlich toll, mehrere Frauen zu haben, weil die wollen natürlich, also Bigamie heißt ja eine Frau zu viel eigentlich. Ja. Mein Vater sagt, nee, das heißt schon Monogamie, aber das ist eine andere Sache. Das ist ein anderes Thema, ja? Das ist eine Generationenfrage genau. Auch vielleicht. Ja. Mhm. Genau. Aber die Monogamie ist tatsächlich im Tierreich relativ selten, bei den Menschen
sehr ausgeprägt. Auf diese Art und Weise werden wir sozusagen ausgetrickst. Anderes Thema in deinem Buch, Selbstoptimierungswahn. Ja? Das erlebst du ja wirklich an jeder Ecke. Und dann gibt es diese Verrückten, diese Coaches, diese Chaka-Chaka und ja, Menschen tiefer legen und so weiter. Und dann kannst du alles gleichzeitig, du bist also schlank und fit und ewig jung. Das Buch ist ja eigentlich entstanden, ich habe ja nach meinem Studium 3 Jahre als Unternehmensberater gearbeitet. Das stutzt man immer und sagt sich, Physiker als Unternehmensberatung, wie kann das sein? Kann ich dir sagen, als Physiker verstehst du von Beratung genauso wenig wie ein BWLer auch, dafür in der Hälfte der Zeit. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, dass während dieser Zeit ganz viele so Erfolgscoaches da rumlaufen und den Leuten halt erzählen, wenn du das und das und das machst, dann schaffst du es. Mhm. Und das findet man ja auch überall. Wenn du in eine Buchhandlung gehst, total, findest du unzählige Bücher mit Titeln, wie werde ich erfolgreich? Die Idee ist eigentlich immer die gleiche. Meistens wird ein erfolgreicher Mensch vorgestellt, der bestimmte Eigenschaften hat. Ne? Mut, Risikobereitschaft, Fleiß. Und dann wird gefolgert, wenn auch du diese Eigenschaften hast, läuft's. Klassischer Statistikfehler. Wir wissen nämlich nicht, wie viele Menschen ebenfalls Mut, Risikobereitschaft und Fleiß hatten und gescheitert sind. Und zwar aus einem einzigen Grund. Erfolglose Menschen schreiben keine Erfolgsbücher. Ich habe nachgeguckt, du findest auf Amazon keinen einzigen Buchtitel, warum ich es nicht geschafft habe. In 12 Schritten zum Loser, trotz 1er Abi der Bosse. No way. In dem Zusammenhang redest du von einem, das habe ich mir aufgeschrieben, ein schwarzer Schwan. Genau. Was ist ein schwarzer Schwan? Schwarze Schwäne sind eigentlich sehr seltene Ereignisse, die aber das Leben komplett umkrempeln. Das kann der Meteoriteneinschlag vor 65 Millionen Jahren gewesen sein. Ja. Das kann der nette Yoga-Lehrer sein, der mit der Frau durchbrennt. Ja? Also quasi seltene Ereignisse, die dein Leben komplett verändern. Mhm. Das ist ein schwarzer Schwan. Das ist ein schwarzer Schwan. Und das Problem an der Sache ist, dass schwarze Schwäne immer wieder auftauchen. Also ein Börsencrash, irgendwie der Brexit jetzt. Keiner hätte das vorausberechnet. Das ist ein schwarzer Schwan. Das ist ein schwarzer Schwan. Und deswegen sind Zukunftsprognosen auch ganz, ganz oft falsch. Also es gibt unzählige Zukunftsprognosen, die im Nachhinein voller Bullshit waren. Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer gibt, hat IBM in den 40er Jahren gesagt. Wer zum Teufel will Schauspieler sprechen hören? Warner Brothers, 20er Jahre. Lolita und ich bleiben für immer zusammen. Lothar Matthäus, 90er Jahre. Also, es ist alles. Genau. In der Nachbetrachtung wird das dann natürlich alles immer total stringent und logisch. Ne? Hinterher erscheinen uns dann besser. Alles ja, immer in sich total logisch und strategisch geplant. Hätten wir vor 30 Jahren auf Apple gewettet oder wenn es vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, ihr werdet irgendwann mal in schicke Designerläden gehen und dort kleine Alu-Döschen mit Kaffeepulver drin für 3,50 Euro kaufen, wären doch alle gesagt, was für eine beknackte Idee. Warum machen wir das? Wir machen das, weil es so bequem und so lecker ist. Quatsch, sagt meine Frau, weil vielleicht der George Clooney vorbeikommt. Also das möglicherweise. Ja. Und es gibt einen faszinierenden Test, den du da beschreibst, auch rund um den Versuch, sozusagen Menschen tiefer zu legen, erfolgreicher zu machen. Stichwort ist Marshmallow-Test. Ja. Also, da geht es um Kinder. Ja? Genau, das ist einer der wenigen Tests, die tatsächlich was Erfolg oder Glück, Zufriedenheit prognostizieren können. Mhm. Ganz spannendes Ding, es gibt einen Psychologen, Walter Mischel heißt er, der hat in den 80er Jahren mit 4-jährigen Kindern einen Test gemacht. Der hat die in den Raum gesetzt und hat denen so ein Marshmallow, so ein Mäusespeck hingelegt und hat denen gesagt, okay, ich gehe jetzt 10 Minuten aus diesem Raum raus. Wenn du es schaffst, den Marshmallow nicht zu essen, dann kriegst du nach 10 Minuten einen zweiten und darfst dann beide essen. Wenn du ihn isst, kriegst du keinen zweiten. So. Das heißt, ein paar Kinder haben es geschafft, ein paar nicht. Das Interessante kommt jetzt. 20, 30 Jahre später hat er die Kinder, mit denen er den Test gemacht hat, wieder besucht und hat geguckt, wie haben die sich entwickelt. Und hat sich herausgestellt, dass diejenigen, die quasi die Belohnung aufschieben konnten, die warten konnten, signifikant höhere Berufsausbildung, also bessere Bildung hatten, mehr Erfolg, zufriedener waren, weniger Drogensucht. Also im Grunde genommen alle Faktoren, die wir mit Glück, Zufriedenheit und Erfolg
in Verbindung bringen. Also Belohnungsaufschub ist tatsächlich ein ganz, ganz starkes Indiz, das darauf hinweist, dass aus mir ein erfolgreicher oder ein glücklicher Mensch wird. Da geht es eigentlich in Wahrheit um die Frage, ist Talent im Leben wichtig oder geht es um Durchhaltevermögen? Genau, das ist der Punkt. Also Talent ist eigentlich die Fähigkeit hat, an sich zu arbeiten. Mhm. Und das wieder dieser Versuch. Und das ist tatsächlich bei Vierjährigen schon der Fall. Und das ist also ist echt interessant. Und am meisten Spaß gemacht hat mir, nur kurz noch schnell erzählt, die Geschichte der Vierjährigen, die Folgendes gemacht hat, Marshmallow-Test. Und geht dann hin, genau. Und in einem unbeobachteten Moment geht sie hin und hüllt das Ding von genau. innen aus. Ja. Und stellt es dann ganz scheinheilig genau. wieder hin. Stellt das hin. Ja. Ja. Und, sehr gerne wissen, und die Jungs, der ist. Die Jungs ja. dagegen, die versuchen sich abzulenken, indem sie mit dem Kopf auf die Tischplatte hauen, um nicht diesen Marshmallow zu essen. Das heißt also, sagt sehr, sehr viel aus über weibliche und männliche Erfolgsstrategie. Ja, definitiv. Immer mit dem Kopf durch die Wand oder im Zweifel auch auf die Tischplatte. Hinz Ebert, unberechenbar, sehr, sehr schönes Buch, sehr intelligentes Buch. Ganz, ganz großen Spaß gemacht. So, und bei uns sind Kathi und Rike van der Weert. Ich versuche es jetzt nochmal. Rike, Kathi. Ist richtig, ja? Ja. Guck mal, habe ich an den Augen, kann man es so ein klein bisschen erkennen. Hätte ich das jetzt auch gesagt. So, und Sie beide sind Tierheilpraktikerinnen, mhm. ja? Ist das ein Beruf, den es häufig gibt, oder seid ihr die Einzigen in Deutschland? Er wird mehr. Also er wird deutlich mehr. Ja, ja. Mhm. Mhm. Und ihr, also was macht ihr genau? Ihr kommt dann, wenn sozusagen die klassische Tiermedizin nicht mehr weiterkommt? Nee, oder kann man jetzt Stelle? Nicht mehr nur sagen. Also wir waren schon relativ Exoten, wie wir angefangen sind. Da war das schon so, dass also wir viel aufgesucht wurden, wenn die klassische Medizin, also Schulmedizin, nicht weiterkommen konnte. So. Mittlerweile ist es aber so, dass er auch bei unseren festen Patienten umgekehrt ist, dass sie mit allen Sachen auch zu uns kommen, also sei es bei den Kleintieren als auch bei den Pferden. Wir dann eine Diagnostik und eine Anamnese machen. Und wenn wir nicht weiterkommen und sagen, also wir kennen unsere Grenzen. Man hat auch in der alternativen Medizin natürlich nur gewisse Möglichkeiten der Diagnostik. Die sind irgendwann ausgeschöpft. Mhm. So. Und wenn wir also weitere Diagnostik brauchen, wie ein Röntgenbild oder ein Ultraschall, dann kennen wir eben halt genau unsere Grenzen. Und dann überweisen wir die in Kliniken oder Tierärzten. Das heißt, ihr seid nicht Leute, die jetzt die klassische, die Schulmedizin Nein. dann komplett ablehnen. Nein, auf gar keinen Fall. Aber die sagen, Nein. das muss nicht, also der Hamster muss nicht bei jedem Schnupfen zum Arzt. Ja? Korrekt, genau. Oder gleich das ja, Antibiotikum richtig. Kriegen. Genau. Das ist die Idee dabei, ja? Ja. Das heißt, ihr gebt Pferden Globuli ja. oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, also das ist der Unterschied. Also wir machen das ja schon ein bisschen länger. Ja. Und das denken immer alle. Also viele verbinden dann immer genau das. Es sind immer nur Globulis und Tabletten und ein paar ja. Tropfen. Aber das Feld ist viel größer. Man macht praktisch im Prinzip nicht viel anderes als ein Tierarzt auch, darf nur nicht alles machen. Also wir arbeiten auch mit Injektionen, es werden auch Infusionen gemacht und so weiter und so fort, je nachdem, was der Patient dann hat. Das Feld ist durchaus sehr groß. Und es ist so groß, weil wir diese Kombination mit dieser Schulmedizin einfach haben oder das Glück haben, das so machen zu können. Und das macht das Feld einfach viel größer. Es ist nicht so simpel. Also es hört sich immer so einfach an. Es macht auch das Fell viel größer. Es geht wirklich auch um große Tiere. Ich habe, glaube ich, mit kleineren Tieren angefangen. Ja. Mittlerweile macht ihr wirklich große Tiere. Ja, Pferde zum Beispiel. Ja. Wir schauen uns das einmal kurz an, was ihr an diesem Pferd da macht. Vielleicht erklärt ihr das einmal kurz. Pass auf. Ja, das ist eine Patientenstudie. Genau, ist eine Patientin von uns, die kriegten wir mit einer Lahmheit und wir haben gleich gesehen, dass der Fall einfach zu schwer ist, als dass wir den allein machen können und sind dann in die Klinik nach Pinneberg gefahren. Pinneberg, das ist Niklas, Niklas Drumm, das ist der Tierarzt, mit dem wir ganz viel in Pinneberg zusammen machen dürfen und von hinten sieht man jetzt hier Marc Köhne, das ist der Chef des Ganzen sozusagen, da, das ist Marc. Und die haben uns die Möglichkeit gegeben, wenn wir nicht weiterkommen, dass wir sie um Hilfe bitten können und dann uns Hilfe holen. Da sieht man gerade, wie traurig die Besitzerin ist, weil wir oder sich das bestätigt hat, was wir sozusagen vordiagnostiziert haben. Nämlich? Eine ganz schlimme Arthrose. Also wir kriegten die war schon vorbehandelt ein halbes Jahr und auch von anderen Medizinern und wir sind halt dazugekommen, weil es nicht besser wurde. Und wir haben dann gleich gesagt, so machen wir nicht weiter ohne ein Röntgenbild. Und dann war halt diese Diagnose. Und das war ganz schlimm, weil es darum wirklich ging, sie einzuschläfern oder sie wieder mitzunehmen. Mhm. Und dank Marc und seinem Team haben wir sie da behandelt, chemisch in Anführungsstrichen, haben sie wieder mitgenommen,
haben eine Zeit von 6 bis 8 Wochen gehabt, um zu gucken, wie entwickelt sie sich. Mhm. Und gerade gestern hatte sie Kontrolltermin und das ist total toll geworden. Und sie darf in ein paar Tagen eigentlich anfangen, wieder sie vorsichtig zu reiten. Und das sind dann die Ergebnisse, die man in dieser Kombination einfach schafft, genau. Wo man dann eben dieses dann erreicht. Das heißt, ihr kriegt dann sowas auch nicht mit alternativer Medizin hin. Wir haben ja noch ein anderes, unheimlich süße Bilder. Da werden jetzt Millionen Menschen, vor allen Dingen Typen wie ich, ausflippen. Da kommt eine süße kleine Ziege ins Bild. Guck dir das mal an. Diese kleine Ziege? Genau, die hatte war ganz klein und die hatte eine schwere Kolik. Die hatte auch Durchfall dabei, also sozusagen Bauchschmerzen, um das einfach zu erklären. Und der ging es wirklich nicht gut und die legte sich immer hin und war also ganz, ganz schlecht drauf, hatte also ja wirklich Koliken. Und die war wirklich zuckersüß. Eigentlich waren wir da auch zum Pferde- und Hunde behandeln, aber die lief jetzt gerade dazwischen. Und dann haben wir ihr was fertig gemacht. Die haben wir jetzt rein alternativ behandelt. Die hat dann Tropfen fürs Magen-Darm-System gekriegt, einfach um den Krampf auch schnell loszuwerden. Und sie war der Meinung, sie müsste da noch mal leicht protestieren. Sie wusste da aber noch nicht, dass es ihr in Kürze besser gehen wird, was so der Fall war. So, und das war natürlich, das ist so ein typischer, schöner Fall von einfach, du bist direkt, sage ich mal so, akut dabei, es geht dir akut schlecht. Ja. Und du kannst sofort was machen. Ja. Und die hüpfte dann ein paar Stunden später schon wieder ist lustig durch die Also wenn man das, ja. Und das geht dann mit alternativer Medizin, ja? Das ist uns wichtig. Ne? Also du musst eben halt, also das ist das, wofür wir das eigentlich auch machen. Und das ist einfach eben halt auch das, was wir so wunderbar finden, dass wirklich bewusst wird. Deswegen hat das ja auch häufig so einen Negativcharakter gekriegt, weil jeder dachte, Heilpraktiker sind die, die Globulis verteilen und einfach alles heilen können. Ja. So. Und es ist so wichtig, dass man als Tierheilpraktiker eine gute Befundaufnahme macht und wirklich erkennen kann, was es ist. Und dann aber, wenn man denkt, ich komme hier nicht weiter, wirklich die Größe hat zu sagen, mein Job ist hier beendet, ich nehme meine Befunde, sei es Blutbilder, und gucke weiter. Aber oder bei der kleinen Ziege geht das mal. Wunderbar. Genau. Ich bin gerade, Giovanni, auch spontan Vegetarier geworden hier. Wenn du das siehst. Definitiv. So ne? Ich muss ja lachen, das hat sich ein bisschen angehört wie der italienische Nationaltrainer. Sie, ne? Die Tonlage. Ihr sagt übrigens auch, dass haben wir überhaupt nicht klar, Allergien, Unverträglichkeiten, das nimmt bei Tieren auch zu. Ja, aber das liegt an ganz vielen. So wie bei Menschen auch, ja? Genau. Ja, mittlerweile sind ja alle auf alles allergisch. Ja, genau. Sepp auf Italiener und so weiter. Das habe ich gemerkt, ein großes Problem, aber das liegt an ganz viel rundherum, weil ganz viel ja auch erstmal sicherlich an der Umwelt allgemein, was so passiert. Mhm. Dann passieren ja auch ganz viele Sachen wie Impfungen und was weiß ich nicht alles, die wir durchaus brauchen. Man muss sich nur mit zwei Gesichtern einfach angucken oder immer gucken, wann ist was sinnvoll und nicht automatisch alles auf einmal machen. Mhm. Oder wie zum Beispiel, wenn eine Erkältung da ist, nicht gleich mit einem Antibiotikum draufhauen, sondern auch solange es geht, erstmal so reagieren lassen, um dann eben auch dann irgendwann solche Sachen, die dann entstehen können, auch zu verhindern. Man muss einfach eben oder gucken, wann ist was richtig und nicht gleich voll zuschlagen. Dann kann man auch eine ganze Menge gut schaffen. Ihr habt dann auch arme Hunde, die dann kommen mit fürchterlichen Hautveränderungen und so weiter. Ja, wo Tierärzte, klassische Tierärzte sagen, weiß ich nicht, Cortison ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Ja? Ja. Und dann hast du es einfach nur unterdrückt und siehst dann im Zweifel zwar nichts mehr. Mhm. Und wenn es dann weg ist, geht es wieder von vorn los. Und, das ist manchmal auch ganz schwer, weil du musst ja, auch wenn die schon vorbehandelt sind oder auch gerade bei den Allergien, das ist wie so ein Zwiebelprinzip. Das dauert lange, bis du wirklich. Und wir kriegen auch nicht alles hin. Nein, wir sind keine Wunderheiler. Oder ich lege die Hand auf oder so. Ne? Du musst wirklich versuchen, dann auch in solchen Fällen an den Kern ranzukommen. Schön sind natürlich auch, und das fordert auch immer wieder raus, wenn du so Fälle hast. Wir hatten einen Hund zum Beispiel, der hatte so eine generelle Lymphgefäßentzündung. Und der platzte wirklich überall auf. Wir kriegten den eigentlich austherapiert. Der war offen. Komplett, weil der aus überall kam wirklich Lymphe raus. Und die riefen uns eben halt an und sagten, also eigentlich sollte am nächsten Tag sollten noch mal 2 Lymphknoten entnommen werden für die Diagnostik. Und dann sollte einfach entschieden werden, ob der weiterleben darf oder nicht. Und so ein wunderschöner Kurzdrahter, also so ein Jagdhund. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das. Und haben die auch darüber aufgeklärt, dass wir das versuchen. Den mussten wir spritzen.
also auch um das Verdauungssystem zu umgehen, der musste wirklich gezielt die ganzen homöopathischen Sachen subkutan gespritzt bekommen. Das haben wir dem Besitzer auch erklärt, weil du hast keine Nebenwirkungen bei der subkutanen Injektion, bei den homöopathischen Sachen. Das unterscheidet auch so eine Injektion von so einem Antibiotikum oder so. Das darfst du natürlich nicht jetzt irgendwie mal eben frei spritzen, weil du musst dir auch über die Nebenwirkungen bewusst sein. Und der ist super geworden. Der springt heute in Mecklenburg, hätte ich jetzt bald gesagt, ins Wasser und freut sich seines Lebens. Also der ist innerhalb von gar nicht gedacht. Ja, aber kann man das? Das macht einen Sinn. Wir müssen zum Schluss noch ganz kurz sagen, weil viele Menschen sitzen jetzt auch um die Uhrzeit zu Hause und sagen, ja, also ich habe einen Rotwein getrunken, vielleicht auch noch einen zweiten. Ich habe das Gefühl, ich sehe doppelt. Da sitzen ja zwei, es sind wirklich zwei. Das ist das eine, ihr seid Zwillinge. Man hätte ja sagen können, die eine macht BWL, die andere Physik. Ihr macht aber alles immer zusammen, ja? Wie reagieren denn dann die Leute, wenn ihr immer zu zweit dann da ankommt? Eigentlich gut. Das ist eher andersrum, wenn wir alleine auftauchen. Dann denken die immer, Gott, ist einer verunsichert, stimmt was nicht? Oder was ist los? So, habt ihr euch gestritten? Ja, genau. So, und es ist einfach, wir machen immer alles zusammen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb man das so gut machen kann. Weil man einfach da auch ein gutes Team einfach letztendlich ist. Lasst ihr euch dann doppelt bezahlen? Oder? Nein. Das ist so eine Sorge, die man sich so macht. Ne? Und seid dann ja auch immer. Aber die Idee ist gut. Die Idee ist gut. Ich finde das auch. Ja, da bin ich ganz Geschäftsmann. Ja. Dass, man hilft, wo man kann. Ja, aber das, was man von eineiligen Zwillingen so kennt, dass die wirklich ein Leben lang auf eine ganz besondere Art und Weise miteinander verbunden sind, das kennt ihr auch. Ja. Und in der Schule, wenn man euch dann, was weiß ich, haben ja Lehrer immer die Tendenz zu sagen, der eine ganz vorne, der andere ganz hinten. Das ist Katastrophe. Das war schlimm. Das war bei uns auch immer so. Der eine sitzt da, der andere da. Dann unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Klassen. Und wir haben immer gesagt, nö. So, ne? Oh Gott, wie süß. Ja, da waren wir noch klein. Ja. So. Und das war dann, also man hat uns bewusst versucht zu trennen. Und das waren teilweise Auseinandersetzungen. Ja. Oh, wo man dachte, nee, es ist völlig unnötig. Ja. Und je mehr sind wir eigentlich. Und wenn man jetzt wir haben mit Vince Ebert gerade über Paarungsverhalten gesprochen. Das will ich jetzt nicht wissen, um Gottes Willen. Ich will nur wissen, wenn man vorher schon informiert. Ich weiß alles. Wenn man jetzt, dann verliebt sich der eine, der verliebt sich der andere dann auch in denselben Kerl? Ja, das ist das Problem. Wir haben sehr im Ernst jetzt? Ja, ja. Im Ernst? Mein Vorschlag war ein männliches Zwillingspaar. Dann das ist nicht gut. Dann leben wir nachher so im eigenen Kosmos. Das geht auch nicht. Durchsägen geht auch nicht. Klonen hatten wir auch noch. Ne? Wir hatten drüber gesprochen. Giovanni, hast du einen Zwillingsbruder? Weiß man nicht. Ich habe einen jungen Bruder, der ist 13 Jahre jünger und sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus. Er ist die schöne junge Version von mir. Ihr verliebt euch dann wirklich in denselben Typen, ja? Nein, also wir haben halt den gleichen Geschmack. Das ist schwer. Mhm. Eher blond, eher dunkel? Genau, wollte ich auch gerade fragen. In welche Richtung geht's? Das kommt auf den Charakter an. Wir werden das beim nächsten Mal versuchen, näher aufzudröseln. Die Kessler-Zwillinge der Tierheilkunde waren heute unsere Gäste. Kathi und Rike van der Weert. Hab mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Ich bedanke mich genauso herzlich bei Giovanni Zarella, dem wir alles Gute wünschen. Für Samstag und auch sonst. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Sepp Maier, der heute unser Gast war. Vielen Dank, Sepp. Die Katze voller Anzüge. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Gisela Friedrichsen. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und bei Vince Ebert, unberechenbar. Sehr, sehr schönes Buch, das wieder gelungen ist. Jetzt die Kollegin von heute. Schluss. Und wir sind nächste Woche wieder. Bis dahin. Danke.